Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV. Montagnachmittag, 7. November. Die US-Wahl rückt näher und näher. Und ja, aufgrund diverser neuen Meldungen und dergleichen feiern die Märkte hier schon wieder ein Stück weit Euphorie. Mit hoher Volatilität ist dennoch zu rechnen. Man will es zumindest annehmen. Am Mittwoch, wenn dann alles feststeht, werden wir es ohnehin wissen. Letztlich der S&P 500 hier aktuell in einer Situation, die durchaus interessant erscheint, denn wir wissen alle, unabhängig dessen, dass wir hier uns jetzt am Ende einer möglichen Konsolidierung befinden könnten, dass der Jahresausklang generell eher bullischer Natur gestimmt ist. Und ich will Ihnen gleich mal einen Seasonal Chart zeigen, der hier uns mal den November so ein Stück weit vorauswirft. Und da wird recht deutlich, dass der S&P 500 Index rein technisch gesehen hier durchaus gutes Fahrwasser hat, guten Rückenwind im Sinne weiter anziehender Notierungen. Und mit der heutigen Eröffnungsspitze sehen wir auch schon, dass wir hier das saubere Gap schon im Markt gerissen haben und der S&P 500 hier auf einen Widerstandsbereich zuläuft, der zuvor hier als sehr tragfähige Unterstützung diente. Sprich, Unterstützung wandelte sich hier in Widerstandsbereich und da sprechen wir jetzt hier konkret vom Niveau rund 2121 Punkte, also nicht mehr weit weg und dann haben wir im Prinzip hier das Key Level und das dürfte sich eigentlich hier dann auch als entscheidende Marke herausstellen für mögliche Folgeimpulse. Wir können hier zunächst erstmal einen Abwärtstrend auch skizzieren, der sich hier in verschiedenen Art und Weisen darstellen lässt. Versuchen wir mal hier die relativ jüngste Strecke zu erfassen mit den meisten Auflagepunkten. Sehen wir, dass wir hier einen intakten Abwärtstrend haben, ohne viel Klamauk. Können dann das Ganze auch sozusagen projizieren. Versuchen wir, das Ganze mehr oder weniger in einen Trendkanal zu packen. Das sehen wir hier sehr schön in der 24-Stunden-Indikation, dass wir hier vom unteren Level dieser Trendlinie, die von oben abgeleitet projiziert wurde, nach oben hin abprallen und jetzt hier eben die Gretchenfrage, wie macht der Index selbst weiter? Also grundsätzlich 2121 ein Key-Level und dann auf der Oberseite haben wir hier ein Stück weit drüber um 2150 eine nächste Widerstandszone, die dann auch eben hier einhergeht mit der kurzfristigen Abwärtstrendlinie, die ich gerade in den Chart gezeichnet habe. Und da wird es spannend. Letztlich wissen wir am Mittwoch mehr, die politischen Börsen haben ja mal kurze Beine, heißt es, aber es wird sicherlich hier seinen Einfluss haben. Technisch aktuell aber sieht es so aus, als würden wir hier gute Chancen sehen, die 2121 zu touchieren, möglicherweise zu überwinden und rein technisch wäre dann auch sogar Luft nach oben gegeben, sprich der S&P 500 vor dem technischen Hintergrund gegenwärtig, aber auch vor dem saisonalen Hintergrund hier durchaus mit einem Stück weit bullischen Bias, müssen wir nochmal anzeigen, da ist er. Mit einem Stück weit bullischen Bias und der Chance, hier tatsächlich weiter anzusteigen. Also S&P 500 hat eine Rebound-Chance genutzt, die sich durchaus weiter fortsetzen kann. Widerstand hier bei 2121 Punkten voraus, dürfte meines Erachtens nur für eine kurze Pause sorgen, um dann letztlich hier Richtung 2145, 2150 ansteigen zu können. Und hier entscheidet sich dann meines Erachtens sogar schon am Mittwoch wohl, müssen wir sogar alles noch ein Stück weit runterziehen, zusammenstauchen. Dürfte sich dann hier am Mittwoch schon, Mittwoch, Donnerstag zum Ende der Woche letztlich hier entscheiden, wie es weitergeht. Also für Überraschung ist gesorgt, aber wenn man sich hier einer Meinung mal hingeben darf, dann denke ich mir, ist die Chance nach oben durchaus gegeben. Eine gewisse Überraschung vielleicht, dass der S&P 500 hier eben nach oben auftritt und entsprechend das Ganze honoriert, wie denn dann auch immer der Wahlausgang aufgenommen wird. Grundsätzlich bärisch wäre es, und da sehen wir natürlich im takten Abwärtstrend, wenn es hier zu neuen Verlaufstiefs käme, 2080 auf der Südseite, wäre hier sicherlich ein Level, wo man sagt, wenn wir darunter fallen würden, hätte der Index dann sogar die Gefahr im Hintergrund, dass es hier ein Ausbrechen, ein Herausfallen aus dem Trendkanal geben könnte, was dann per se sogar für eine Beschleunigung des Abwärtsimpulses sprechen könnte, wäre praktisch hier der Alternativplan. Wenn es jetzt eben stärkere Rücksetzer gibt und dann sogar 2180 gebrochen werden würde, müsste man davon ausgehen, dass der Index hier dann entgegen der Saisonalität, entgegen des bullischen Jahresausklangs hier nach unten abkippt und sozusagen, ja, die Korrektur, die Konsolidierung, die so schon seit einiger Zeit läuft, im Endeffekt fortsetzt. Wir machen es mal so, so sieht es rein technisch interessanter aus, beziehungsweise auch wahrscheinlicher, dass es hier so laufen könnte. Wir schauen auch nochmal ganz kurz zum großen Chart hier auf Monatsbasis. Also sehen wir, dass der Index sich hier relativ wacker hält, relativ zäh auf hohem Niveau bleibt und auch die letzten Monate, wenngleich hier ja kaum große Bewegungen zu sehen waren,
zeigt dies einfach nur, dass der Markt hier auf hohem Level oben gehalten wird. Es gab hier keine größeren Verkaufsschübe, spricht per se für eine bullische Fortsetzung und insbesondere oberhalb von 2080 Punkten haben wir gerade im Tagesschart gesehen, bleibt die Lage eigentlich ganz gut, mit der Chance sogar kurzfristig hier weiter nach oben rauszuziehen. Wir werden es weiter beobachten, der S&P 500 bleibt definitiv spannend als Leitindex hier in jedem Fall im Blick. Wir werden das hier auch weiterhin fortsetzen und ihn hier am Nachmittag oder am frühen Vormittag hier immer noch mal eine Sendung einstreuen, die dann entweder in der Vorausschau den Index mal beleuchtet oder jetzt hier eben im Live-Handel. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie auf dem JFD-Desktop. Wir versorgen Sie hier mit Informationen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Rest-Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.